Störgepäck dabei. Ja, ja, aber ja. Ja, ja, weißt, ich tue das so, als ob ich länger vorgegangen. Oder musst du ja ausprobieren. Ja, okay. Oder? Dankeschön. Danke ebenfalls. Hier warte ich auf Evelyn, die mich abholt zu unserem gemeinsamen Campingabenteuer. Und da kommt sie auch schon um die Kurve. Hallo! Ich hab's geschafft! Ja, ich habe schon voll hier. Gehörig, gell? Aha. So, warte mal. Da hat er noch nicht auch jetzt. Ich denke, der ist die Hälfte vom Volumen für die anderen, gell? Die schauen nur so wichtig aus. Aha. Aber durch die Verformung ist es wirklich die Hälfte. Ja, also jetzt ist der auch fast. Ich will jetzt nicht sagen voll, aber wahrscheinlich der fällt am Schluss immer noch zu. Nicht beladen, ja, ja. Oder? Jetzt ist, oder? Ja, es summiert sich der Zettel. Ja, halt, wir haben jetzt gar nicht, nicht dazu getan, oder? Und ja, du hast wirklich auch wirklich viel mitgenommen, ja, oder? Du ja, aber ja. In echten, aber eigentlich hast du... Ich sag, du musst oder? Kaum anders packen, ob einen Tag, ja, drei Tage, ja, oder drei Wochen. Du die Unterhose werden es dann auch noch mal sehen. Mhm. Du nimmst dann drei Stück mit und wäschst permanent. Aber ja, mhm, genau. Ja, aber das weil wenn du sieben Tage die Unterhose sammelst und du tust es dann auf dir und sagst, das macht keinen Spaß. Nee, das, aber ist ja. Ja. Das ist nicht schön. Das ist nicht spaßig. So, jetzt haben wir da. Und Zirk und alles, was zu dir nicht steht, in dir im Sack. Achso, jetzt kann ich das. Ja, cool. Hallo! Ja, noch nicht, warte, jetzt ein Rot. Jetzt ein Rot? Okay, ja gut. Dann tut's. Rot ist gut? Ja, aha. Hallo! Eier vor hat Kamera wieder da oben hier, weißt du? Okay. Weil ich meinte, sie muss grazi, aber sie muss ja nicht grazi. Ja. Nein, ich bin schon nass. Dann fahren wir über Dörfer, also halt hinten um, oder? Ja, ja, solange wir möglich. Und irgendwo vor dem Campingplatz machen wir dann mittags hier aus und Pause. Ja, wir fahren jetzt einmal den Riedbergpass auf und ja, dann machen wir ein Foto und dann schauen wir, wie spät das sich stellt, oder? So, der Grund für dieses Einnachtabenteuer ist der, dass Evelyn und ich in 2022 die fast gleiche jeweils Solo-Tour gemacht haben, nämlich Frankreich und Spanien. Ich im März und in Hotels übernachtet und Evelyn im Sommer mit Zelt. Die Erzählungen von Evelyn, wie toll die Motorradcampingplätze waren und eben auch die niedrigen Kosten mit Zelt, haben mich überlegen lassen. Obwohl ich zuerst einmal überhaupt keine Lust darauf verspürt habe. Aber die Kosten zählen halt doch. Ich habe für diese Tour pro Tag fast 130 Euro ausgegeben und Evelyn im Zelt fast 60 Euro. Also weniger wie die Hälfte. Hier fahren wir gerade den Schwarzach-Tobel hinauf. Eine schöne Strecke zum Kurvenüben. Es ist auch mal schön, wenn man selber gefilmt wird, als wie wenn man es immer selber filmen muss und nie drauf ist.
Hier kommen wir von Alberschwende her in den schönen Bregenzer Wald. Mit wunderbarer Aussicht. Bei Müselbach wird abgebogen Richtung Lingenau, danach geht's Richtung Bayern. Evelyn hat übrigens auch einen YouTube-Kanal und auch schon ein Video über unser gemeinsames Campingabenteuer gemacht. Sie war da halt ein bisschen schneller als ich. Ich werde das Video oben verlinken. Und ihr Kanal ist auch bei mir im Kanal verlinkt. Das ist übrigens die Lingenauer Brücke über die Bregenzer Ach. Genau, ja. Naja. Das ist gut. Wir schauen beide mit der Dinge. Oder wir standen da her. Oder? Da her? Ja. Okay, jetzt kommen wir mal unterreden. Was sagen wir eigentlich so? Ja, ja, jetzt haben wir eine kleine Pause. Deutsch. Ja, genau. Ja, ja. So, hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Gabi Wandke und Evelyn on the road. Yes. Ja. Heute sind wir zu zweit unterwegs. Ja. Ja. Und wir sind jetzt gerade in Bayern gelandet. Ja, ich war kurz hinter der Grenze. Ich übersetze das immer auf Hochdeutsch, ja, damit alle das verstehen. Wir von Adelberger reden halt normalerweise Dialekt. Ja, wir haben heute so einen Test-Camping vor und jetzt sind wir gerade in Bayern gelandet. In Bayern gelandet. Ich weiß nicht, Walderschwang sind wir noch nicht, oder? Oder ja, doch. Riedbergpass, ja, sind wir auf jeden Fall jetzt gefahren. Nee, das sind wir noch nicht. Der kommt erst. Der kommt erst, der Riedbergpass, ja. Okay, okay. Alles klar. Gerade über die Grenze in Bayern. Ja, ja, ist schon gut, wenn man, ja, jemand dabei hat, der sich auskennt. Also, bis bald. Riedbergpass geht so. Bis bald. Oh Mann. Da filmt mich Evelyn gerade, wie ich die Kamera platziere, weil ich wollte schon so lange mal ein Drive-by-Video machen. Und so schaut es dann aus. Das gehört dann auch noch dazu, die Kamera wieder einzusammeln. Aber ich hätte ja eigentlich zurückfahren können. Das hat Evelyn für mich gebastelt, um unter den Seitenständer zu legen, damit das Motorrad nicht einsinkt. Wir hatten nämlich über eine Woche Regen. Und hier geht es jetzt endlich zum Riedbergpass hinauf. Diesen Pass finde ich ideal, um ein potenziell neues Motorrad auszuprobieren. Er hat schöne Kurven, ist jetzt auch frisch geteert, nicht so wie früher, als alles holprig war. Auf diesem Pass habe ich die Crosstourer getestet, bevor ich sie gekauft habe. Aber jetzt habe ich meine KTM 790 Adventure auch schon wieder 3 Jahre und gerade erst habe ich 47.000 Kilometer drauf gefahren. Und das ist auch schon die Passhöhe vom Riedbergpass. Hast du noch? Ja. Ich würde gerade auch noch aufpassen, Nina. Also für da ist nicht gekommen, nee. Nee. Das ist da. Pickerl kleben muss natürlich auch sein.
sind Pastoren. Sind die so? Ja, brutal. Ja, ja, die sind ja ganz früh los, oder? Sollen wir jetzt durchschüssen am Campingplatz oder machen wir eine Mittagspause? Ja, achso, ja. Machen wir eine Mittagspause irgendwo. Machen wir an einem schönen Plätzchen eine Ja, dann nehmen wir halt den Platz. So, also haben wir ganz weit gefahren sind. Ja, genau, voll. Jetzt sind wir brutal weit gefahren. Genau, und darum müssen wir einfach eine Pause machen. Und etwas essen. Ja, also wir machen eine Jause, genau. Eine Brotzeit. Ja. Nicht? Damit uns die deutschen Freunde auch verstehen. Mhm, ja. Genau. Und die Evelyn macht einen Salat. Ich habe natürlich etwas Eingekauftes. Okay. Ein Brötchen. Hier kommen wir zum großen Alpsee. Da stoppt man gerne als Motorradfahrer, weil es hier einen guten Imbiss gibt. Und schwimmen gehen könnte man hier auch. Komischerweise war keiner schwimmen. Wahrscheinlich war das Wasser kalt. Und hier noch ein paar schöne Bilder aus dem hügeligen Allgäu.
Wir sind da! Aber ich glaube, ja, schau mal, ob offen ist. Jetzt gleich einmal. Ah, gleich einmal. Ja, also bis daher hat es noch gelangen bei dem Fall. Das hat jetzt voll noch gelangen. Das war also unsere Tour von mir zu Hause, genau 101 Kilometer. Als wir angekommen sind, war gerade Mittagsruhe, aber wir haben trotzdem etwas im Kiosk zu trinken bekommen. Da geht's zu unserem schönen Zeltplatz direkt neben dem Badesee, wo wir natürlich auch später hineinspringen werden. Naja, springen ist gut gesagt. Vortasten werden wir uns, so kalt ist der See. Ich weiß, ja, hier schauen. Wie wir vermutet haben nach dem vielen Regen, ist der Boden hier total weich. Ja. Na, schauen wir mal, ob das hebt. Ja, aha. Hallo. Das Motorrad steht ziemlich schief, also habe ich mich entschlossen, das Motorrad umzudrehen und in die gleiche Richtung zu stellen wie Evelyn. Hoi, ist auch gelaufen. Neugierige Zuschauer haben wir natürlich auch schon. Das sieht man von hier nicht, aber da hinten ist es ziemlich holprig. Da. Ach so, warte mal. Ja, dann schauen wir nachher. Weil wie spät ist es jetzt? 3? Nein, das heißt. Aha.
Aha. Dann habe ich glaube am Morgen geschafft. Ich sage dir, das ist auch noch, wo ich inzwischen schon gelernt habe. Ja. Das Motor hat zwar eine Stelle, das Blech drunter und ich krieg es nicht drunter. Für den Morgen suchen. So, jetzt. Oh, jetzt ist es aber zu grad schon. Ist jetzt grad. Ein Spürle. Ah, Scheiße. Ein Spürle müsste ich gerade so ein paar Zentimeter machen. Mhm. Boah, das aber ist schief gewesen, jetzt ist es jetzt gerade. Soll da kleine Mini-Erfahrungstipps währenddessen sagen? Ja. Ich meine ja drunter der Radlerhose auch. Schlapp und griffbereit und dann wirst du ein Riff ziehen. Ich weiß ja, am ehesten alles andere. Und jetzt noch den Zeltaufbau in Zeitraffer. Auch wenn es im Zeitraffer jetzt so ausschaut, aber wir haben kein Wettrennen gemacht, sondern ganz gemütlich das Zelt aufgebaut. Also auch wenn es so ausschaut, Evelyn hat mir als Anfängerin nicht nötigerweise den Schattenplatz überlassen, sondern sie hat strategischerweise das Zelt auf der anderen Seite des Baumes aufgestellt, um für den Abbau den Schatten zu nutzen. Weil wenn man ankommt, ist man eh schon verschwitzt. Also ist es egal, wenn man das Zelt in der Sonne aufbaut. Außerdem bleibt ihr Zelt innen so und so kühl. Nicht immer kann man aussuchen, wo man sein Zelt aufstellen kann, aber wir hatten hier jetzt das Glück, dass wir den ganzen Platz zur Verfügung hatten. Mein Gott! Warum? Wie lange haben wir gebraucht? Wir haben gebraucht eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Mit Oma. Übrigens hat Evelyn auf ihrem Kanal einige Videos übers Camping, über ihre Erfahrungen und über ihr Equipment. Und da stehen sie beide fix und fertig. In diesen idyllischen Badesee sind wir zwei natürlich nach dem Zeltaufbau hinein. Langsam, denn er war sehr kalt, aber total erfrischend. Hier der Beweis, Evelyn war natürlich auch drinnen, aber sie hat erst das Foto gemacht, wo sie wieder heraus war. Nach dem Baden und Duschen und einem Drink an der Bar, nein, am Kiosk, ging's ans Kochen. Evelyn ist schon bei ihrer selbst vorgekochten Suppe am Essen, während ich noch am Zusammensuchen meiner Utensilien bin.
Naja, sie ist ja der Profi und ich bin die Anfängerin. Ich habe mir Survival Food oder Instant Outdoor Nahrung besorgt, natürlich auch zum Ausprobieren und Kosten, ob das was wäre, wenn ich wirklich mal in der Wildnis zelten würde. Dass ich die andere kaputt macht hier. Hey, nochmal. Tja. Löffel ist da direkt. Jetzt gibt's das Special Food. Das Special Food. Okay. Ich haue das jetzt nicht um. Ja, du ganz höflich. Gott zum Angreifen. Au. Ja. Ja, nichts. In dem Fall musst du wissen, dass du immer ein Handy parat haben musst für das Ganze. So. Oder ein Tuch. Oha. So. Okay, und jetzt wird gerührt, oder? Jetzt wird gerührt. Mhm. Das ist jetzt kein blöd, weil eigentlich da dazwischen das Ding da ist. Okay. Das, sag mal schnell, das au. Servus. Servus. Okay, jetzt sind wir dann gespannt, so, wie das schmeckt. Ja. So. Ist das jetzt fertig? Jetzt machen wir es 9 Minuten ziehen lassen. 9 Minuten ziehen lassen, also okay. Zuhören. Gut zu know. Machen. Ah ja. Und 9 Minuten ziehen lassen. Guti. Evelyn ist schon fast fertig. Gabi, jetzt gibt es die Stunde der Wahrheit. 9 ja, Minuten hast du gewartet, gell? Schauen wir mal, wie das ausschaut. Also, ich hoffe, es schmeckt besser, wie es ausschaut. Schauen wir mal rühren. Es wird nicht wirklich besser, ja. Nee, ja. Okay, schauen ja, wir mal. Schauen wir mal. Okay, wir filmen jetzt den Gesicht ja, beim ersten Biss mit. Heiß, heiß, heiß. Wie ein vermatschtes Curry. Okay. Aber es ist Fleisch drin. Okay. Es wird hier Fleisch drin. Okay. Es ist eigentlich, ja, es schmeckt nicht schwer. Okay, ich probiere jetzt auch ein bisschen. Mhm. Schaut richtig gemütlich aus. Und Evelyn hat für den Schnaps gesorgt. Prost! Und sogar einen wahnsinnstollen Mondaufgang haben wir erlebt. Am nächsten Morgen auf dem Weg zu den Sanitäranlagen. Hier der Blick hinunter Richtung unseres Platzes. Ganz romantisch der Badesee am Morgen. Und hier laufen noch ein paar Pferde rum. Evelyn bereitet ihr Müsli vor und ich begnüge mich mit einem Sandwich von gestern. Ein total idyllischer und gemütlicher Campingplatz ist das. Das Fazit meiner Campingnacht ist, dass das Zelt super ist, aber das Inhouse-Equipment getauscht werden muss. Da der Platz, den ich mir ausgesucht habe, doch etwas schiefer war als vermutet, bin ich leider immer ins Eck hinuntergerutscht. Ich hatte leider noch kein aufblasbares Kopfkissen, zwar aufblasbare Nackenkissen dabei, aber das war nicht das Wahre. Ich habe auch versucht, einen gefüllten Dreibag als Kopfkissen zu nehmen, aber leider war das auch nicht das Gelbe vom Ei. Der Schlafsack war mir zu eng. Dort, wo er direkt an meinem Körper war, war es leider nicht gemütlich. Ich brauche also einen Schlafsack, den man ganz aufmachen kann und als Decke verwenden kann. Ich habe in dieser Nacht sehr wenig geschlafen, blöderweise die Nacht davor auch, also sind wir dann auf dem schnellsten Weg wieder nach Hause gefahren. Ich war schon lange nicht mehr so müde.